Hallo Leute, ein kleiner Disclaimer am Anfang, bevor das Video losgeht. Leider ist uns die erste Hälfte des Videos einmal kaputt gegangen. Ich konnte einigermaßen vernünftig die MP4-Datei wiederherstellen, allerdings nur das Bild und ich glaube, da sind auch hin und wieder rote Lichter drin. Also wenn da mal hin und wieder Frames fehlen, wir wollen euch nicht hypnotisieren. Das lag einfach an der Wiederherstellung des Falls, dass es so ein bisschen komisch aussieht. Und dann musste ich noch eine andere Soundfile von der B-Roll von Rafa nehmen, deshalb klingt das auch ein bisschen anders, die erste Hälfte als die zweite Hälfte. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt und ich möchte euch jetzt nicht länger aufhalten. Viel Spaß! Ich habe mir ein paar flauschige Furries geschnappt. Wir wollen ein wenig über Erfahrungen auf Conventions reden. Wir haben hier einmal die flauschigen Arkebahn. Wer bist du? Ich hasse dich. Nein. Den flauschigen Kinara. Nein, 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 das ist Kinara. Ich bin Arkebahn. Oh nein! Nein, nein, nicht schon wieder zum Witz. Nein! Nein. Akeba. Akebanana. Ah. Den grünen Rapper. Hi. Hallo, wir wollten einfach mal so ein bisschen über unsere Convention-Erfahrungen mit dir sprechen. Passt ja auch, weil gerade die größte Convention in Europa stattfindet, die Eurofair, und sind auch die 25. Und für mich ist es die erste Eurofair, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt den zweiten offiziellen Convention-Tag, den Donnerstag. Und ich fand diese Convention schon am Dienstagabend, wo sie eigentlich noch nicht mal richtig angefangen hat, mega geil, weil halt einfach so unglaublich viele Furries da sind, so unglaublich viele Furries, die ich von dem ich von Twitter schon länger folge oder sonst irgendwas und die ich halt noch nie treffen konnte, weil die halt irgendwo aus Schweden, aus Belgien, aus Italien kommen und halt nicht unbedingt zu einer East Convention oder zu einer Western Convention in Deutschland fahren, wo es nur 200 oder 500 Handys gibt. Also das gefällt mir persönlich an der Eurofilm bis jetzt am besten, weil man einfach so viele Leute trifft und eigentlich auch fast alle Furries aus Deutschland, die ich kenne, hier sind und du allen 10 Minuten irgendjemand in die Arme bringst und das finde ich hier richtig schön. Ja. Das sind ja alle schön. Ja. Ja, Knuddeln ist generell schön. Ki, wie ist es denn für dich? Bei dir ist es ja nicht die erste EF, sondern die 15. Die 15. Alter. Alter. Die 15. Folge, ja. Ja, ich bin ja quasi eigentlich schon einige EFs gewöhnt, aber um ehrlich zu sein, viel hat sich gar nicht verändert. Klar, ich meine natürlich, früher gab es weniger First Meter, weniger Leute und ja, es war einfach nicht so riesig wie heutzutage. Aber prinzipiell ist es nach wie vor die gleiche tolle Stimmung. Man hat nach wie vor viel Spaß mit den Leuten abzuhängen und einfach eine schöne Zeit zu genießen. Und ich glaube, seit der ersten EF, die ich mitgemacht habe, EFC, habe ich immer das Problem, dass ich irgendwie nie genug schlafe. Ja, ist das nicht normal? Das ist irgendwie normal. Ich brauche immer noch so eine Woche Urlaub nach dieser Woche eigentlich. Ich habe eine Woche Urlaub nach der EF. Das ja. Große Problem ist sowieso Concrap. Oh ja, das große Problem. Also für euch, die vielleicht nicht unbedingt alle wissen, was Concrap ist. Das ist so, an der Convention ist man mit gefühlten 1000 Leuten unterwegs und alle haben vielleicht irgendwie eine kleine Erkältung oder irgendwas, was sie an Krankheitserregern mit sich rumschleppen. Und meistens an der Con selber, weil man ganz euphorisch ist, das ist ja auch so ein bisschen psychologisch, man will nicht krank werden, man wird nicht krank und nach der Con klatscht sie meist rum mit Grippe und Fieber und weiß ich nicht und dann ist man halt erstmal krank. Also ich bin bis jetzt Gott sei Dank nach noch keiner Convention krank gewesen, egal wie viel ich geknuddelt habe. Ich hoffe, das bleibt nach der EF auch so. Wobei, dann habe ich eine Woche Urlaub wieder weg, wenn ich eine Woche krank bin. Also. Ja, wenn du jetzt gerade eine Woche Urlaub erwähnst, für jeden Anfänger finde ich, empfiehlt es sich nach der EF wirklich eine Woche nochmal zu nehmen. Einfach auch um die PCD Post-Con-Depression zu verarbeiten. Oh ja, die wird glaubt hart. Und einfach das nachwirken zu lassen. Das fand ich am Anfang, ich habe den Fehler gemacht, nach der EF eigentlich gleich wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Und das ging nicht. Du hast nur einen Durchhänger. Du kommst gar nicht das nach emotional zu verarbeiten, sowas. Aber kommst du mit der Post-Con-Depression, wenn du arbeitest, nicht theoretisch sogar besser klar, weil du dich davon ablenken kannst? Sonst versinkst du in deiner Wohnung in Selbstmitleid. Das schon, aber du tust ja nur die Emotionen überdecken, die ist ja trotzdem in dir drin. Das Beste ist eigentlich, wenn du dir nach der Post-Con, nach der Convention für die PCD wirklich nochmal Urlaub nimmst und in dieser Zeit guckst, dass du andere Leute noch besuchst. Ja. Ja. Das habe ich nach der East gemacht. Ich bin nach der East dann zu meinem Freund in die Schweiz gefahren und habe 3 Tage noch mit ihm ein bisschen was gemacht. Ich hatte absolut keine PCD nach der East. Gut, vielleicht weil da noch in 2 Wochen die Eurofirmen war. Ich glaube, ja. Das hat recht gut funktioniert bei mir. Also das mit der PCD, das nimmt auch niemals ab. Egal wie viele Conventions ihr besuchen werdet, das ist immer irgendwie so, man lernt neue Leute kennen, man hat neue Kontakte gefunden, neue Freunde gefunden. Und irgendwie ist es jedes Mal so, man ist traurig, man sieht sich erst vielleicht auf der nächsten Con, vielleicht sogar erst nächstes Jahr wieder oder sowas. Ja. Und das ist immer so ein bisschen schade.
Wobei, ich habe jetzt aber auch herausgefunden, wie du gerade schon gesagt hast, es ist echt gut, wenn man wirklich nach der Con vielleicht noch so diesen Late Departure, also den zusätzlichen Tag nach der Con noch mit dranhängt und vielleicht sogar noch ein, zwei Tage an der Location, die sie bleibt, um einfach alles noch ein bisschen sacken zu lassen, noch mit ein paar Leuten, die vielleicht länger bleiben, noch ein bisschen Zeit zu verbringen und einfach alles so ausklingen. Aber dann erlebst du mit, wie alle gehen. Ja, das ist auch ein Nachteil. Ja, ist auch ein Punkt. Das war bei mir bei Favesta so krass dieses Jahr, weil ich wohne nur eine halbe Stunde von Favesta entfernt, ist eine eher kleinere Ferry Convention in Reutlingen im Süden von Deutschland. Und wir haben es dann so gemacht, die ging bis 1. Januar. 2. Januar wäre theoretisch Late Departure gewesen und ich bin mit meinem Kumpel also am 1. Januar abends so um 22, 23 Uhr weggefahren, weil wir nur eine halbe Stunde nach Hause brauchten. Das heißt, wir waren zu dieser Uhrzeit die einzigen, die gegangen sind. Entweder die schon am normalen Tag gegangen sind, waren schon weg. Und die late hatten, sind erst am 2. gegangen. Und deshalb waren wir da abends die einzigen, die gegangen sind. Und das war auch ein bisschen sad. Ja. Okay, kleine Nicht-Überleitung. Jeder sagt vielleicht mal einen Tipp. Also für die von euch, ich habe das Gefühl, ich fange genauso an, für die von euch, die es nicht kennen, die 6-2-1-Regel oder 6-2-1, ihr möchtet ja hier hochfleisch bleiben. Die besagt, dass man 6 Stunden pro Tag schläft an einer Furry Convention, dass man 2 Mahlzeiten oder 2 warme Mahlzeiten? Ich glaube 2 Mahlzeiten. 2 Mahlzeiten. 2 Mahlzeiten. Eine warme Welt. Und einmal duscht, beziehungsweise für jedes Mal Suiten einmal duschen dranhängt. Also, das wäre vielleicht ganz gut. Wenn ihr wirklich viel suitet und vor allem viel im Fullsuit unterwegs seid und halt quasi, wenn ihr jetzt um 2 Uhr aus dem Suit rausgeht, also um 2 Uhr nachts und euch dann ins Bett legt, dann reicht doch, wenn ihr euch am nächsten Morgen duscht, wenn eure Roomies das nicht ausmacht. Aber wenn ihr irgendwie dann morgens sudet um 15 Uhr aus dem Sud geht und dann erst abends oder morgens wieder duschen, bitte haltet euch sauber auf der Convention. Das macht's für euch schön und vor allem für die anderen auch. Ich habe das mal erlebt an der FurryCon, dass jemand, ich glaube, 12 Stunden gesuited und die Leute haben dann einen 2 Meter Bogen um ihn gemacht. Zu Recht. Happens. Dann mach ich einfach mal weiter, oder was? Nee, doch, nein, ich bin durch. Tipp speziell für die Eurofans, also für mich ist das jetzt die erste Eurofans, da kann ich noch nicht ganz so viel sagen. Ich habe jetzt schon ein paar Furries gesehen, die sich dann wirklich einen Plan gemacht haben. Ich schlafe am Tag so viele Stunden, dann ist Frühstück, dann mache ich mit dem wieder, dann gehe ich auf das Panel. Ich bin eigentlich, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ich bin jetzt gar nicht so der Planer. Ich gucke halt so ins Combo, was ist, was könnte mich interessieren, was könnte ich heute machen. Wenn ich Bock habe und wenn die Zeit passt, dann mache ich das. Wenn die Zeit nicht passt, dann mache ich halt was anderes. Also das kann ich so von mir sprechen. Planen auf einer Convention ist eigentlich eher schwierig. Ich persönlich lasse es immer auf mich zukommen und bin damit jetzt eigentlich immer am allerbesten gefahren. Es gibt schon so ein, zwei Panels, die man sich unbedingt angucken will, die man auch einplanen, aber ansonsten bin ich recht spontan, was Panels betrifft. Ich glaube, da kann ich, glaube ich, direkt zustimmen, weil... Also ich persönlich, ich mache es immer so, ich habe so ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall besuchen möchte, sowas wie das Motorverse Event oder die Dances oder irgendwie sowas oder First Gruppenfoto oder sowas. Aber alles drumherum, man kann es eh nicht planen. Die Leute, die möchten immer irgendwas anderes machen, dann ist der wieder da und der wieder da. Und selbst wenn man sich einfach nur zum Essen irgendwie verabreden möchte, das klappt nie. Man wartet entweder 2 Stunden, bis man irgendwann die Gruppe zusammen hat, die dann essen möchte, oder man kriegt einfach gar keinen zusammen, weil alle gerade irgendwie unterwegs sind. Also mit dem Planen, das ist immer so eine schwierige Sache. Würde ich eher spontan machen. Also ich hatte zum Beispiel den Plan, am Mittwochabend Sushi essen zu gehen, aber bin dann mittags schon einfach mit ein paar Leuten unterwegs gewesen. Wir hatten dann so um 15 Uhr Hunger, haben gesagt, komm, lass doch einfach mal, wie viel gehen jetzt mal essen. Sind dann zu einem recht guten Italiener in der Nähe gegangen. Und dann dachte ich mir, boah, ich bin eigentlich satt, ich gehe abends doch nicht mit zum Sushi. Das war dann quasi auch so ein Plan, der dann wieder über den Haufen geworfen wurde, weil es dann nicht mehr nötig war. Weil man einfach mit der Gruppe, mit der man gerade unterwegs war, Sushi essen gegangen ist. Ich kenne auch hier jetzt auf der EF so viele deutsche Furries, dass ich halt irgendwie immer wieder von Gruppe zu Gruppe wandere und dann halt mit denen was mache, wo man gerade rumläuft und wo man sich gerade getroffen hat. Ja, genau. Und ich muss leider auf die Themen aufspringen. Also Nummer 1, die mir einfällt, ist einfach... Plant nicht, oder plant nur im kleinen Rahmen und macht niemals irgendwelche Verabredungen auf Cocktails aus. So, ja, lass uns um 18 Uhr einen Cocktail gemeinsam schlürfen. Du sitzt 1 oder 2 Stunden in der Lobby und dein Partner, der Mensch, kommt einfach nicht. Das ist Nummer 1. Dann, was mir auch mal persönlich auffällt, ist, wenn man essen geht, nicht allzu weit, nicht 3 Kilometer zu Fuß laufen will. Es geht einfach irgendwann auf die Beine. Das Hotel ist sowieso so groß, dass man unheimlich viel in der Gegend herumläuft. Deswegen lieber Lokalität in der Nähe aussuchen zum Essen.
Und ansonsten go with the flow. Das heißt, sich nicht irgendwie überwältigen lassen von den vielen Eindrücken und Sachen, weil einfach entspannt bleiben, nicht so arg sich stressen und weil es kommt sowieso alles Gute, was kommen muss, kommt auf einen zu. Das habe ich am Anfang oftmals gemacht. Ich habe mir einfach selber so viel Druck gemacht. Ich muss es sein, ich muss hier hin, ich muss den treffen, ich muss filmen, ich muss suchen, oh, ich muss noch schlafen und noch essen und so Sachen zwischendurch, sondern mehr einfach zwischendurch einfach mal auch sagen, hey, wenn ich jetzt eine Stunde mich hinlege zum Schlafen, dann lege ich mich einfach hin und dann ist auch gut. Ja. Das sieht den First Shooter richtig so an. Das geht auch. Oder was auch geht, wenn du suchen und filmen gleichzeitig möchtest, gib jemand anderem, der suchen und filmen das. Das habe ich vorher mal spontan gemacht. Das hat voll gut funktioniert. Ich weiß, Kishi, ich mag das auch nicht so, mein Ziel zu verleihen. Ich habe es halt immer mal, weil einer meinte halt, oh, ich möchte es unbedingt mal ausprobieren. Ich dachte mir, warum nicht? Und es war eigentlich echt witzig, mal zu sehen, wie jemand anderes in meinem Suit geht. Aber ja, mag nicht jeder. Hey, ich kann dazu, ich kann das verstehen. Ich habe mein Suit auch schon verliehen. Ich mache es auch ungern, aber. Der Mensch, dem ich den verliehen habe, der war so unendlich dankbar danach, dass ich es eigentlich gar nicht bereuen konnte. Das Problem ist einfach halt, es schwitzt halt jemand anderes in dein Suit rein und es ist halt auch irgendwie dann auch eine andere Persönlichkeit dahinter. Ich sage das mal ganz offen und ehrlich, aber ja, kann man machen. Es ist ja freiwillig. Ja, aber es ist schön trotzdem einfach das auch mal zu sehen. Lebt die Kamera noch? Ich sehe es nicht. Sie ist schwarz geworden. Ich seh's nicht. Das ist auch ein Aber das B-Rowan. Ist so lange. Technical difficulties. We are experiencing technical difficulties. Ja, Leute, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre die Fall gerade nicht abgebrochen, als hätte es gerade keinen Cut gegeben. Ich hoffe, ich konnte sie retten. Ihr habt sie dann gesehen. Rubber wollte noch irgendwas sagen, hat es leider vergessen. Deshalb springen wir jetzt einfach wo komplett anders hin. Ich wollte noch so ein bisschen große und kleine Cons vergleichen, weil jetzt zum Beispiel bei mir die größte Con, auf der ich bis jetzt war, oder gerade bin, ist die Europrovince, mit aktuell, glaube ich, 3.500 Attendees, knapp 1.900 Fursuiter. Und die kleinste Con, wo ich bis jetzt war die Schwarzwald-Con mit knapp 60 Attendees und vielleicht das so ein bisschen in Relation stellt, was man besser oder schlechter findet. Ich fand jetzt die Schwarzwald-Con nicht schlecht, aber für mich war es halt wirklich ein bisschen zu wenig, weil es war auch entspannt, muss man sagen, aber die Leute haben jetzt zum Beispiel kaum gesuited, was ich selbst persönlich für mich ein bisschen schade finde. Und man ist halt meistens rumgesessen, hat ein bisschen Brettspiele gespielt, hat sich draußen mit unechten Waffen bekriegt. Mhm. Das war auch echt lustig. Es gab halt auch keine Panels und nix. Ist halt, wenn man so Zelt- oder Waldcons eher mag, was für einen. Aber da finde ich dann die Euroformance doch irgendwie nochmal cooler, weil du halt einfach so viele Menschen hast, so viele Leute treffen kannst und so viel unternehmen kannst. Also mir persönlich gefallen große Cons besser als kleine. Ich kann da tatsächlich was zu sagen. Also ich war auch schon auf großen und kleinen Cons. Und ich finde, auf kleinen Cons menschelt es ein bisschen mehr. Man hat einfach mehr die, also ich war auf der B-Con, die ist mir gerade spontan eingefallen, dass ich da auch war. Es war so klein, dass ich es fast vergessen hätte. Und da war ich 40 vielleicht oder 50, wenn es hochkommt. Und da hat man dann sich an die Tische gesetzt und Yu-Gi-Oh! Gespielt oder irgendwas anderes gespielt. Es menschelt mehr. Das ist wie im Dorf und in der Großstadt. Eine kleine Con ist wie ein Dorf. Man läuft sich über den Weg immer wieder, man redet miteinander, wenn man denn möchte. Und in der Stadt, beziehungsweise auf einer großen Con wie der Yorkfront, ist man deutlich anonymer unterwegs. Klar, man grüßt sich auch und hat eine geile Zeit mit Leuten, lernt neue Leute kennen, aber das Menschen finde ich nicht so sehr wie jetzt auf einer kleinen Con. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Ich glaube, da kann ich dann auch mal was zu sagen, weil ich bin jetzt auf den größeren Cons mal öfters gewesen, Anthrocon, NFF. Aber auch auf recht kleinen, sowas wie Soliacon oder Furry Week in Holland oder sowas. Und ich finde, also auf den kleinen Cons geht es irgendwie ein bisschen kollegialer zu, finde ich. Also man sieht die Leute, man hängt mehr mit den Leuten dann auch zusammen und macht auch mehr was mit den Personen, die man dann vielleicht auch treffen möchte. Auf den ganz großen Cons wiederum läuft man sich nicht mal über den Weg. Also wenn man nicht vorher sagt, okay, ich möchte jetzt die und die Person da irgendwie treffen, dann läuft man sich einfach nie über den Weg. Wenn man da 9.000 oder 10.000 Attendees hat, dann geht's einfach nicht mehr, weil es zu viele Hotels sind, zu viele Möglichkeiten und es funktioniert nicht wirklich. Was ich wiederum aber dann auch ganz schön an den großen Cons finde, ist, wenn man zum Beispiel dann im First Street unterwegs ist, man lernt ständig neue Leute kennen, die Leute sehen einen im First Street, möchten sofort Fotos machen, fragen nach Telegram, fragen nach Twitter und man bekommt weitaus mehr
sag mal, Reichweite, um es mal so auszudrücken, um mit den Leuten auch ein bisschen mehr zu interagieren und neue Leute kennenzulernen. Was dann wieder auch eine ganz schöne Sache ist. Also auf der EF ist es mir bis jetzt noch nicht passiert, dass ich Leute nicht getroffen habe, die ich treffen wollte. Ich glaube, das geht auch noch, weil es hier nur 3.500 Leute sind. Immer, also ich habe bis jetzt eigentlich, glaube die meisten Leute, die ich aus dem Süden kenne, schon mal getroffen, hier auf der EF, und das ist gerade mal der zweite Tag. Also hier geht es noch, aber ich glaube dann bei MRF oder wie du schon gesagt hast, einfach kommt, wenn du mal 9.000 bis 10.000 Attendees hast, ich glaube, dann kannst du es langsam vergessen. Aber hier auf der EF geht es noch. Also ich treffe dann doch recht oft Leute spontan, die ich kenne, was ich schön finde. Ja, ich muss bei der Frage ehrlich gesagt passen, weil ich bin eigentlich nur auf kleineren lokalen Fur Dances gewesen, die ich empfehlen kann, weil es ist immer toll, Musik und Freunde treffen. Oh ja. Also Fur Dance ist auch richtig geile Furry-Events, die man mal mitnimmt. So, nicht nur Conventions, auch mal Suitwalks und Furry-Dances. Genau, auch gut, dass du sagst Suitwalks. Klar, Suitwalks, also einfach durch die Stadt laufen mit den Fursuits und Fur Dances. Und ansonsten war ich nur auf der Eurofurrens und ich bereue es nicht. Ist einfach die beste Zeit im Jahr. Beste Urlaub meines Lebens. Ja, Urlaub. Ja, und ansonsten MFF und die größeren Cons in Amerika, ich kann mir gut vorstellen, dass das schon nochmal eine ganz andere Hausnummer ist wie die Eurofurrens und für den Anfang vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert, sag ich mal, sondern vielleicht klein anfangen, außer man ist so ultra gehypt und will sich den Stress mit 10.000 Attendees, mit 10.000 Teilnehmern geben, kann man machen, aber Eurofurrens ist noch klein, sag ich mal, ist es noch überschaubar. Man kann unheimlich viel Spaß haben und es gibt unheimlich viele Fursuiter, was mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig ist, einfach, dass es viele Fursuiter gibt. Aber wenn man eher so ein Freund von Meet and Greet ist und auch mal mit Menschen mehr kommunizieren will, dann kleine Con. Also meine erste Con war ja Silvester 2017, die war damals in Stuttgart in einer kleinen Jugendherberge mit 120 Leuten. Das war so als erste Convention tatsächlich ziemlich gut für mich, weil ich mich ja da so ein bisschen ins Furry-Fandom reinfinden konnte. Wie verhält man sich gegenüber Fursuitern, weil das damals alles komplett neu für mich war. Also ich würde wirklich sagen, wenn ihr das erste Mal auf irgendeine Con gehen wollt, irgendwas Kleineres zu nehmen oder einen lokalen Suitwalk oder einen Dance, wo ihr vielleicht auch schon den einen oder anderen Furry kennt und euch dann langsam hocharbeitet. Also Eurofurrens war für mich auch nochmal ein gutes Stück Überwältigung, als ich dann hier reingelaufen bin und so viele Menschen und Suite gesehen habe. Mittlerweile komme ich damit dann doch auch wieder klar, aber es war am Anfang wirklich, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil es wirklich viele Menschen hier gibt. Aber ich glaube, wir sind dann soweit eigentlich am Ende vom Video, es sei denn, es gibt noch spontan jemand, der noch was einbringen möchte, was Wichtiges im Leben. Apfelkuchen. Und nicht vergessen, 126 oder 621, wie auch immer. guckt auf jeden Fall bei den ganzen süßen Flugs hier vorbei, beim guten Kini, beim Rafa Rafa und bei unserem guten Arkeban. Danke, dass ihr mitgemacht habt, dass wir uns hier heute getroffen haben. Das sind alles ganz, ganz tolle, nette Leute, die man unterstützen und knuddeln sollte, wenn ihr sie auf Events mal seht. Und sie sind alle super freundlich. Ah, und flauschig. Ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Yay. Hallo Leute, ein kleiner Disclaimer am Anfang. Oh, ich kann kein Deutsch reden. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt und ich möchte euch jetzt nicht weiter lange. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt und ich möchte euch jetzt nicht. Ich hoffe dennoch, dass euch das. Ich erinnere gerade auf diesem Gerät. Das ist alemannisch. Auf diesem Gerät kann das nicht wieder gegeben werden. Alemannisch? Nee, also die. Es gibt kein existierendes Fall, es ist tot. Die SD-Karte hat es nicht genommen. Alter. Yeah. Wenn das kein Zeichen ist, dass wir alle Versager sind. Ich weiß nicht, ob der Rafa kennt, aber wir können Rafa gerne mit aufs Bild machen, weil Rafa ist süß. Was? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Rafiki. Du springst einfach Rafa. Durchs Bild erst vor. Eine Raffanerie. Ah, eine Ölraffanerie. Also du weißt nicht mehr, was du sagen wolltest, als die Kamera ausging. Lass uns doch einfach über Gott reden. So. Muss. Cthulhu. Das ist der einzig wahre. Ich hab jetzt Lust, mir das Spaghetti gebraucht. Okay, ich glaube, bevor das hier noch schlimmer wird, versuche ich einfach wieder irgendwie einen Anstieg zu finden. We made it. Was it was. Und jetzt? Was kommt jetzt? Ich möchte eine Gurke auf Akkuband werden.
Nein, ja. Das ist nicht Asa-Arktik. Wir haben keine Gurken. Wir haben Bananen. Du kannst Bananen werfen. Ja! Nein! Oh, du sitzt auf meinem Tee. Ich sitze auf deinem Tee immer noch. Das habe ich dir auch gesagt. Das stimmt. Ja. Ja, komm nicht raus. Jetzt kommst du raus. Ja. Das ist es für dich eine Banane? Nein. Brillenträger eigentlich. Mal schauen, ob du besser bist. Okay, ich hasse dich. Nein, Raffa. Hake Banane. Ja, ja. Raffa stirbt. Nee, dem geht's gut. Nee, geht. Ich hab da hohe Toleranz, aber. Ich pass auf. Nein, Durchhänger dran. So, du wolltest ja. Dann. Hä?